15 Jahre. Bevor wir mit dem Bau beginnen, markieren wir, wo die Wände stehen werden. Die Säulen, die Türen und Strebepfeiler. Dafür brauchen wir solch einen Plan, um zu wissen, wo wir unsere Pflöcke setzen und Schnüre spannen müssen. Ist dies wie ein Vogel den Bau sehen würde? Ja, richtig. Bloß von innen. Auf der linken Seite seht ihr das Langhaus. Es hat 6 Joche. Und der Chor? Was ich wirklich jetzt mal so ein bisschen freigeredet, mal so real talk, was ich interessant finde, was ich faszinierend finde, dass auch hier das halt immer so ein bisschen, ist auch das Kreuzmuster hier immer so vertreten ist. Man sieht es, also wenn man selbst in Kirchen und Kathedralen heutzutage noch reingeht, sieht man immer, man sieht es nicht, wenn man selbst durchläuft und wenn man dran vorbeiläuft und so weiter, ist es, man sieht es schon, aber es ist immer so ein bisschen moderne Kirchen dann ein bisschen weniger, aber es ist halt immer so ein bisschen mit Seitenschiffen, so ein bisschen mit, es hat immer, alles so ein bisschen wie ein liegendes Kreuz, das die Form hat schon, also, und auch so eine Kathedrale oder so ein Dom, das ist schon ein beeindruckendes Bauwerk, wenn man da heute auch noch reingeht, sich das anschaut, also echt nicht schlecht, so ein Ding. Hier die zwei Türme, hier der Altar, der Chor, der Altar. Der Chor wird 4 Joche haben. Mhm. Da, wo der Altar drin steht und das Zentrum. Ich sehe, dass das Querhaus 2 Joche breit ist. Insgesamt wären es also 12. Aufgezeichnet sieht das sehr prachtvoll aus, aber wäre damit die Kirche in Wirklichkeit nicht recht klein? Sie wäre kleiner, aber nicht minder eindrucksvoll. Vermutlich habt ihr recht. Eine kleine Kirche würde unseren bescheidenen Mitteln sehr viel gerechter werden, wenn die Dinge nur einfacher wären. Der König gewährt uns Holz, Steine und Wolle von Shirings Weiden. Aber nur Gott weiß, ob das reichen wird. Ich nehme nicht an, dass ihr eine Vorstellung davon habt, was das alles kosten würde. Ich hab Minecraft gespielt. Erfahrungsgemäß, nein, das reicht nicht. Also wenn das Minecraft ist, nein, das ist, eine gesamte Schafsherde reicht nicht. Nein, niemals. Da mussten noch andere Gebiete erkunden gehen. Mindestens 3000 Pfund, pessimistisch. Okay, nicht mehr als 3000 Pfund, optimistisch, was? Okay. Nicht mehr. Okay, verstehe. Man weiß nie, was passieren wird. Aber wir würden mindestens um die 3000 Pfund brauchen. Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, das Jahreseinkommen der Priorei exakt zu berechnen. Hier ist das Ergebnis. 300 Pfund. Und davon ist bereits jeder Penny verplant. Das hieße, ich müsste 200 Pfund pro Jahr aufbringen. Wenn man so nimmt, klingt es gar nicht so schlimm. Ihr wollt also unbedingt selbst diese Kathedrale bauen, nicht wahr? Ja, Vater. Ich möchte, dass ihr mich zum Dombaumeister bestimmt. Warum? Das wäre die ehrlichste Antwort. Aber auch das ist keine schlechte Antwort. Weil er den Menschen Hoffnung geben will. Ach so? Dann beantwortet mir eine letzte Frage. Wenn die Gläubigen eure Kirche betreten, welches Bild würde das Tympanon über dem Eingang krönen? Ein Bild vom jüngsten Gericht, um sie zu mahnen, Gutes zu tun? Oder eines vom Paradies, um sie an Gottes Gnade zu erinnern? Die Frage ist ja... Zeig ihnen die Hölle, damit sie Angst davor bekommen, Böses zu tun.
Nein. Ich hätte lieber was mit Bäumen und Tieren. Die Frage stellt sich nicht. Die Frage ist, es ist für mich schon, es ist definitiv. Es sollte die Verheißung eines besseren Lebens sein. Auf jeden Fall. Darum soll es den Himmel zeigen. Toll. Melius, gibt es Neuigkeiten von meinem Bruder? Nein, leider nicht. Seit der Bischof und Percy Hemley uns besucht haben, hat niemand mehr von ihm gehört. Papa, wird es in der Kathedrale auch Statuen geben? Statuen? Das reicht jetzt, Kinder. Geht besser raus zum Spielen. Vater? Ja? Meine erste Frau, Agnes, sie ist ohne einen Priester gestorben. Und sie ruht in ungeweihter Erde. Manchmal baut jemand eine Kapelle oder gründet ein Kloster, weil er hofft, nach dem Tode Gnade vor Gott zu finden. Glaubt ihr, dass ich mit meinem Entwurf zu Agnes Seelenheil beitragen kann? Heutzutage verlangt Gott keine Blutopfer mehr, denn das größte Opfer wurde bereits gegeben. Aber Abrahams Geschichte lehrt uns, dass Gott von uns das Beste verlangt, was wir haben, das, was uns am meisten am Herzen liegt. Also müsst ihr euch fragen, ist dieser Entwurf das Beste, was ihr Gott bieten könnt? Außer meinen Kindern? Ja. Dann seid getröstet, Tom Bilder. Gott wird euer Angebot annehmen. Arbeitsvertrag. Ich, Philipp von Gwinnett, in Repräsentation der Kingsbridge Priory ernenne hiermit Tom Bilder zum Baumeister für die Errichtung der Kathedrale von Kingsbridge. Priory wird hierfür 200 Pfund pro Jahr für Materialien und Handwerker bereitstellen. Die Geschwindigkeit des Baus soll entsprechend angepasst werden und sich nur an Pläne halten, die vom Prior abgesegnet worden sind. Im Gegenzug für seine Arbeit werden Tom Bilder und seine Familie ein eigenes Haus erhalten, sowie das Recht der Mahlgemeinschaft der Priorei beizuwohnen. Bei Veränderungen der finanziellen Lage der Priorei sind dem Vertrag Änderungen vorbehalten. Dies beinhaltet die Aussicht auf zusätzliche Bezahlung zur Kompensation des Baumeisters. Zeichnet Prior Philipp von Gwinnett Tom Bilder. Dann kann der Bau beginnen. Unfreundliche Mönche. Ein Loch in deinem Boden, da lebt der Robert. Tja. Die Stelle. Warum sind die Pferde hingebracht? Alfred. Der noch hier. Was willst du? Ich will helfen. Es gibt nichts für dich zu tun. Pech. Ich weiß nicht, warum Tom dich so vergöttert, du nutzloser kleiner Bengel. Würde mich nicht wundern, wenn du hinter dem Brand steckst. Was? Warum guckst du so? Wenn ich wollte, könnte ich dich in Brand stecken. Oh? Ich gehe jetzt. Aha. Okay. Wo gehen wir hin? Hier gibt es nicht viel zu sehen.
Achso, hier gibt's den Weg. Gehen den Weg entlang. Oh. Straße, den Bruder Paul ansprechen. Sieht aus wie ein alter Baum. Oh, guten Tag, Junge. Wenn du deine Mutter siehst, sag dir, dass die Schmerzen schlimmer geworden sind. Ich werde wohl doch auf ihr Angebot zurückkommen müssen. Oh, ich sag dir, werde nie so alt wie ich, Junge. Es ist gegen die Natur. So. Ja. Wie du meinst. So, das die Mutter. Jack, sei so gut und gib Paul diese Kräuter, ja? Er ist doch ein Mönch. Du magst keine Mönche. Nun, die meisten Leute hier sind Mönche. Und es scheint, dass nicht alle von ihnen schlecht sind. Da muss er sich einmischen. Dass du nicht vorsichtig sein solltest, bevor du einem von ihnen vertraust. Und den Prior hier, der. Da kommt er. Aufs Wort. Gebt unserem Prior den Beifall, den er verdient. Dem kann man doch vertrauen. Oh. Ihr wisst, ich folge nur Gottes Willen. Macht alles bereit für die Glocke. Macht euren Prior stolz. Tja, danke. Ab mit dir, Jack, und vergiss Pauls Kräuter nicht. Wo habe ich diese Frau nur schon mal gesehen? Na, hat mir die Salbeiblätter gegeben. Gut, bringen wir die Salbeiblätter zu ihm. Kann er sich einen Tee draus machen? Ein Tee wäre doch viel geeigneter. Ein Salbei-Tee. So, hier hast du Salbei. Das ist von meiner Mutter. Oh, Gott segne sie. Junge, ganz gleich, was Remigius sagt. Deine Mama ist eine Heilige. Ui, eine Glocke. Ist das die Glocke? Kannst du sie von hier aus sehen? Eine Glocke ohne Kirche. Dein Vater hat wahrhaft sonderbare Ideen. Kann sein. Was ist eine Glocke? Na, das dort. Verzeihung. Du? Dich kenne ich doch. Du bist der Junge ohne Vater. Inzwischen habe ich sogar zwei Väter. Ach, wirklich? Ja, Tom Bilder und Jack Sherberg. Ich dachte, du wärst nicht der Sohn des Baumeisters. Naja, jetzt wohl schon. Ich muss sagen, Prior Philipp hat nicht zu viel versprochen. Ihr habt wirklich viele Schafe hier. Du kennst Philipp auch? Ja, Philipp kenne ich auch. Er ist überhaupt der Grund für meinen Besuch. Ist er da? Irgendwo bestimmt. Der Gute ist ein vielbeschäftigter Mann. Aber keine Angst, ihr werdet ihn bestimmt nicht lange suchen müssen. Gut. Vielen Dank. Aha. Reinhold Beit. Schreck, ein dunkler Ritter. Mehrere dunkle Ritter. Ah, willst du ihr folgen? Nun, dass man nicht der... Keine Eile. Wir wissen ja nun, wo der verlorene Adlige ist. Der Prinz, wie heißt der? Ah, oh.
Oha, der Bischof. Verloren. Herr Bischof, William Hamley ist zurückgekehrt, um euch zu sehen. Schickt ihn rein, Timothy. Wir haben viel zu besprechen. Ein kurzes Kapitel. Die Säulen der Erde aus der Asche. Kapitel 7. Der Aufstieg von Kingsbridge. Was du getan hast, du hast die Baukosten pessimistisch eingeschätzt. Du hast ein Bildnis vom Paradies für das neue Chimpanon gewählt. Du hast schon eine Weile nichts mehr mit von Francis gehört. Lady Aliena, wieso will sie mit Philipp reden? Bischof Valoran plant etwas gegen Kingsbridge. Du hast Buch 1 durchgespielt. Oh, guck, Buch 1, wir sind mit Buch 1 durch. Was? Interessant. Das erste Nächstes Buch. Mal bei Die Säulen der Erde. Erfahrt, was ich und mein Bruder Richard nach dem Überfall auf die Burg unseres Vaters erlebt haben. Wie wird die Zukunft von Kingsbridge aussehen? Die Säulen der Erde. Wer den Wind sät. Demnächst in Buch 2. Ja, das Ganze ist in 3 Bücher aufgeteilt, so wie ich das weiß. Vielleicht sind sogar 4. Ich glaube, sind 3. Joa, na dann würde ich sagen, dann spielen wir das heute nicht mehr weiter. Dann schauen wir uns die Quests an. Und ja, bevor wir jetzt noch das zweite Buch anfangen, machen wir das im nächsten Stream weiter. Lassen wir es für heute sein. Jetzt haben wir das erste Buch abgeschlossen. Joa. Es ist ja viel passiert im ersten Buch. Das ist ja... Oh wei, was da noch kommen kann. Da droht ja hier ein Krieg zu entstehen. Das ist... Na, da bin ich mal gespannt. Ah ja, hier. Erik Grunkrange als Kantor. Es ist auch schon aufgefallen. Der hat da mal wieder eine Sprechrolle bekommen. Eine sehr wichtige, würde ich fast behaupten. Ja. Kann man so sagen. Nicht in der Hauptrolle, aber schon nicht unwesentlich. Story von Ken Follett. Ja, ich muss sagen, ich habe mir zwischen den Streams, sag ich mal, schon einen Trailer zu dem, da gibt's eine amerikanische Verfilmung zu Die Säulen der Erde, The Pillars of Earth. Einen Kinofilm gab's da mal zu. Den werde ich mir mal irgendwann mal bestellen oder irgendwie holen, irgendwie. Das muss ich mal auf DVD schauen. Das will ich unbedingt, also. Ich kannte es ja vorher gar nicht. Ich kannte es bisher noch nicht und gefällt mir wirklich. Ist ein, muss ein sehr guter Roman sein. Die Buchvorlage, die muss ich mir auch irgendwann mal kaufen. Aber zum nächsten komme ich jetzt die letzte Zeit nicht. Das ist halt wirklich, ich finde es schade, aber ich habe noch Tribute von Panem X bei mir zu liegen. Das muss ich erstmal fertig kriegen, bevor ich was anderes anfangen kann. Aber irgendwann lese ich auch die Buchvorlage. Ich komme halt nicht dazu. Ich würde gerne mal wieder lesen. Aber den Film, den werde ich mir bald mal kaufen. Dann werde ich mal auf DVD schauen. Habe ich jetzt mit dem Spiel zum Buch, zum Film angefangen. Und ja. Mach's genau falsch rum. Ja, also mich hat's gepackt, also wirklich bisher. Es geht ja noch weiter, wir haben ja noch mindestens das erste Buch hat jetzt 7 Kapitel gehabt. Da haben wir jetzt noch mindestens, ich
weiß nicht, ob es 3 oder 4 Bücher gibt. Ich meinte, 3 gesehen zu haben. Da gibt es noch mindestens 14 Kapitel gibt es noch zu tun. Also wir haben noch ein großes Stück vor uns. Und ja. Aber trotzdem schon mal als Zwischenstand kann man schon mal ein Däumchen nach oben geben. Ist ein Ding. Das Spiel gab es kostenlos bei Epic Games. Ja. Nicht nur kostenlos, das kann man sich auch für Geld kann man sich das geben. Das ist also wirklich eins der besseren Spiele. Kenn ich schon. Das beste Spiel, weiß ich, nein. Nee, das wäre zu viel gesagt. Da habe ich auch von Deadlake Entertainment schon bessere gespielt. Das ist schon, ja, nichts für ungut, aber von Deadlake Entertainment, Entenabricht aus, Harveys neue Augen, Du bist bei World, The Inner World, das ist, ja, braucht man nicht damit zu vergleichen. Ihr versteht, was ich meine, aber war schon, macht schon Spaß, muss man sagen. Hier haben wir es nochmal, Deadlake Entertainment. Carsten Fichtelmann, der Gute. Und Jan-Michael Müller-Michael ist auch wieder mit dabei, der Pucki. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Buch wieder. Im nächsten Abteil, im nächsten Abschnitt dieser Geschichte wieder. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Haut drinne und bleibt dran für die zukünftigen Parts und Streams. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit Philipp und Co. weitergeht. Die anderen Namen habe ich mir gleich gemerkt. Ja, der Philipp. Der Prior Philipp. Dann wird ja ziemlich oft, das scheint ja die Hauptfigur an sich zu sein. Die anderen sind da eher so, ja, auch Hauptfiguren, aber der Philipp kam bisher am häufigsten vor. Hat die meiste Screen Time. Ist auch, glaube ich, so alles eher so aus der Geschichte von aus der Sicht von Philipp geschrieben. Ab und zu mal so die Geschichten aus dem Wald, natürlich. Aus der Sicht der anderen, aber hauptsächlich so die Geschichte von Philipp verfolgend. Ja, also wenn dann die Geschichten von Philipp, die weiteren Geschichten und Erlebnisse von Philipp, ob es zu einem Krieg führen wird, ob wir uns mit dem Bischof noch anlegen werden, haben wir schon. Ob der Streit dazwischen noch ausarten wird, bleibt da dran. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Man sieht sich. Bleibt doch stark. Bis zum nächsten Mal.
danke fürs Zuschauen. So, na dann. Ich beende diesen Stream dann auch mal heute ein bisschen früher. Naja, so viel früher auch nicht. Es haut schon ein bisschen klein, wenn ich früher. Ja, wie gesagt, 3 Bücher haben wir noch. Noch mehr als die Hälfte vor uns. 2/3 haben wir noch vor uns. Gut, wir sehen uns im nächsten Part, im nächsten Stream, im nächsten Kapitel, im nächsten Buch wieder. Kapitel 8 bis 14, hier sehen wir es. Kapitel 15 bis 21. Da wollen wir auch nicht skippen. So.